Hallo ihr Lieben, ja, es kam schon lange kein Video mehr, das hat auch einen Grund, denn wir haben mal wieder nicht viel gemacht. Am Mittwoch, habt ihr noch mitbekommen, waren wir in den Koala Bushlands. Am Donnerstag, ich glaube wir haben nichts gemacht, ich glaube Donnerstag war nichts, kann mich schon nicht mal mehr erinnern. Freitag waren wir im Shopping Center, weil es eigentlich regnen sollte, natürlich hat es nicht geregnet, erst als wir zu Hause waren. Fabian hat sich neue Flipflops gekauft. Samstag haben wir, glaube ich, auch nichts gemacht. Samstagnachts hat es mega gestürmt. Da sind Anton und René nachts noch um 3:30 draußen durch den Garten gelaufen und haben alles gesichert, weil alles durch die Gegend geflogen ist. Das war einfach so krass, es war so laut. Gestern haben wir Brot gebacken, weil wir endlich mal wieder normales Brot essen wollten. Haben wir 2 Laibe Kartoffelbrot gebacken, super lecker, schon fast alles weg. Eins hat René und Anton bekommen, ein Laib. Die haben sich super gefreut. Anton mag das voll gerne. Ja, und heute waren wir unterwegs und haben erst dieses Lämpchen vor einem Armaturenbrett für das Four-Wheel Drive funktioniert nicht. Da haben wir überlegt, das reparieren zu lassen. Haben einen Termin gemacht für Mittwoch, kostet aber so $200 ungefähr. Und da wir mittlerweile aber glauben, dass das gar nicht nötig ist, das zu reparieren, weil es Four-Wheel Drive funktioniert, ja, werden wir den Termin wahrscheinlich wieder absagen. Sparen wir $200. Dann waren wir bei Battery World wegen der zweiten Batterie, weil wir ja eigentlich einen Kühlschrank haben wollten. Die wollen aber, obwohl es hier mittlerweile, wir haben da Kabel gefunden im Kofferraum, da muss schon mal eine Batterie gewesen sein. Obwohl diese Kabel da schon liegen, wollen die immer noch $950 haben für die Batterie und so weiter. Deswegen haben wir uns auch da entschieden, erstmal mit unserer Kühlbox durch die Gegend zu fahren und zu gucken, wie es das ist. Und wenn das einfach nicht so hinhaut, wie wir uns das vorstellen, können wir uns ja immer noch eine Batterie einbauen lassen. Also auch das über den Haufen geworfen. Und dann waren wir noch für 2 Freunde, die uns bald besuchen kommen, uns das Mietauto angucken und nochmal nähere Informationen einholen. Ja, jetzt haben wir gerade Lunch gegessen. Es ist auch schon wieder, ich glaube, irgendwie nachmittags, so nach 3 oder so. Und jetzt machen wir eigentlich nichts mehr, weil morgen haben wir wieder was vor und dann mal gucken die ganze Woche. Jetzt werde ich meine Bewerbung weiterschreiben. Ich habe nämlich damit angefangen, weil gestern haben wir per Zufall in der Zeitung einen Artikel gelesen, dass hier ein neues Gesetz verabschiedet wird, wo mal eben $200 Millionen locker gemacht werden, um mehr Krankenschwestern einzustellen in den Krankenhäusern. Und zwar soll der Personalschlüssel jetzt so sein, dass pro Krankenschwester 4 Patienten sind auf der Normalstation und dass im Tag und nachts eine Krankenschwester auf 7 Patienten kommt. Ja, Leute, das ist ein Traum. Da wären wir nachts zu dritt. Jetzt habe ich 24 Patienten. Aber deswegen habe ich gedacht, bewerbe ich mich jetzt doch endlich mal, weil dann werden wir ja bestimmt ein paar offene Stellen haben und ich werde noch einfacher was bekommen. Ja, deswegen werde ich meine Bewerbung gleich zu Ende schreiben und dann die Tage mal abgeben. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss!